Hallöchen, Lieben, und willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Unser Ziel ist es, da hinten zu dem Schrein zu kommen. Das hier hatten wir gemacht. Ja, das war dieses eine Spielchen. Das hatten wir schon mal gemacht. Ist schon ein Weilchen her. Und wenn wir da hinten dann den Schrein uns geholt haben... Habe ich hier auch gar nicht markiert. Wobei, nee, wir machen erst noch den Abstecher hier hin. Genau. Da wollten wir eigentlich hin. Da fliegen wir erst hin, dann geht's da hinten zu dem Schrein, den ich mir vielleicht dann doch besser markieren sollte. Bevor ich den komplett aus den Augen verliere. Zack. Was ist ein Stückchen? Ändern. Wunderbar. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das Herzchen ist, beziehungsweise die Glyphe. Da hinten ist noch ein Schrein. Kann ich das im Flug? Nice. Dann markieren wir uns den auch schnell. Oh, ich freue mich auf die Wüste. Und auf... definitive neue Story-Abschnitte. So, wir sind hier. Wo ist denn jetzt die Glyphe? Theoretisch sollte hier eine sein. Ist auch nicht da unten in der Schlucht. Da ist auf jeden Fall ein Krog-Rätsel. Ich habe das ja versucht, vielleicht doch da oben drauf, anhand der Karte zu machen. Ne, da unten ist auch nichts. Ah gut, hat mit der Karte jetzt ja nicht so ganz funktioniert. Was ist hier dein Problem? Sieht spektakulär aus. Da fehlt da unten was dran. Ist nur die Frage, wo liegt das rum? Da. Da liegt es. Kommen Sie her. Liebes Puzzleteil. Jetzt müssen wir das nur wieder so drehen. Ach du Heilige. Du vielleicht auch erstmal gucken, was hier Sache ist. So. So nicht, ne? Das muss am Ende ja so ein Würfel ergeben. Das ist aber auch hier immer eine Rotze. So. Wo eventuell? Nee, ne? Sieht ganz gut aus, ist aber falsch. Wartet mal da. Hä? Nee. Ich bin verwirrt, ich sehe es nicht. Da oben fehlen... Nee, muss das 2 oder 3 breit sein? Das ist nur 2 dick. Und dann hat man da diesen 4er-Würfel. Das heißt... Ja, wartet. Ich. So? Gott, ja, jetzt richtig positionieren ist halt schlimm. Also theoretisch so fast ungefähr. Jetzt muss ich da nur. Vielleicht soll ich es von hier machen. Ja, warte. So. Nur. Ach, Mann! So. So ist vielleicht einfacher reinzusetzen. Ha! Eieiei. Wenn das in so einem Kackwinkel ist, ist das aber auch gar nicht so einfach. Aha, du hast mich gefunden. Ciao, ciao. So, jetzt hat sich aber noch nicht das Rätsel gelöst, wo jetzt diese Geoglyphe ist. Die angeblich laut meiner Dokumentation hier irgendwo sein sollte.
passt das doch nicht so ganz mit den Positionen auf der Karte, die wir gesehen haben. Oder habe ich mich einfach um Kilometer verschätzt? Das könnte jetzt natürlich auch sein. Ich kletter mal hoch auf die Kante. Vielleicht sehen wir von da oben mehr, das uns weiterhilft. Ich hatte gehofft, ich kann hier irgendwo vielleicht gleich mal einen Deckensprung machen, aber so sieht es nicht aus. Da müssen wir klettern. Und wenn es gleich an dem Herzchen nicht ist, dann mache ich das einfach nochmal weg. Hopp, 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 hopp. Hier kann ich jetzt den Deckensprung machen. Um ein Stückchen abzukürzen. Zack. Man, diese Steine, die vom Himmel fallen, ne, die machen vor Sorgen. Warte darauf, dass sie echt irgendwann auf uns drauf landen. Ach, komm, Link. Ich habe die Kletterausrüstung aber auch nicht an, ne? Ich habe die Wasserfallschwimmausrüstung an. Mal, wenn wir uns mal eben fix im Kletterprozess umziehen. Dann geht das dann zwar schon viel wesentlich schneller hier. Wenn wir hier... Oh, nein, ich wollte hier... Ja, ich wollte hier laufen. Oh, Link. Kann man da nicht stehen? Warum nicht? Nein! Oh, hat ja funktioniert. Kann ich... Hier irgendwo. Irgendwo? Nein. Ich will doch nur da hoch. Hey, jetzt haben wir die Kletterausrüstung an. Ich springe mal nicht. Ich versuche mal ganz entspannt hochzuklettern. Irgendwo Lücken zu finden, wo wir stehen können, um zu regenerieren. Und dann gucken wir uns oben halt mal um, ob wir die Geoglyphe sehen. Im Dunkeln müsste man sie ja vielleicht besser erkennen können. Wo kann man hier gleich stehen? Das wäre ein Traum. Ja, oh, perfekt. Okay. Hopp. Ich glaube, ich habe mich einfach extrem verschätzt, was diese Karte da im Untergrund anging. Die anderen haben ja relativ gut gepasst. Deswegen dachte ich, wäre das so Trick 17, um die zu finden. Naja, gut. Wenn es hier oben jetzt gleich nicht ist, dann werden wir rüberfliegen zu dem Schrein, den wir uns da markiert haben. Und plötzlich dunkel. So. Hier sieht es aber auch nicht sehr geoglyphisch aus, ne? Da sehe ich auch nirgendwo was. Oh. Ich denke mal, hier auf dieser Kuppe wird es nicht sein. Wo sind wir jetzt an der Stelle, wo der Drache rumlief? Das wäre... Müssen wir vielleicht aufpassen. Ja, ich habe ihn ja markiert. Da vorne ist er. Wir gucken jetzt noch hier oben auf der Spitze. Gucken uns von da oben um. Ja, da ist der Drache. Flammengrill. Oh Gott, der hat uns gesehen. Oh nö. Ach komm. Bin gar nicht da, Kollege. Hier ist es unerträglich heiß. Okay, weil das ein Flammenviech ist, oder was? Alt. Okay. Okay. Schuss. Was hat denn der für eine Range?
Lass mich. Och, du heilige Puperze. Gut, es war sehr erfolgreich. Nicht? Dann wird das da mit der Geoglyphe nicht ganz stimmen, die Position. Dann werde ich die auf jeden Fall das Herzchen da mal wegnehmen. Auch da unten in der Schlucht sehe ich jetzt nichts von hier oben. Schade. Na gut. Aber das Viech ist ja gemeingefährlich, dieser Drache mit drei Köpfen. Da möchte ich mich noch nicht mit beschäftigen. Vor allem, wenn der so eine Hitze hat. Eieiei. Okay, wir landen jetzt mal ganz gekonnt hier im Wasser. Das war sehr schlau. Mitten rein zu springen, wenn ich doch ersaufe. Mann! Ich denke aber auch immer nur so dezent weit. Ach nee, jetzt sind wir wieder hier oben. Ach Gott, ach nö! Los! Alter! Der Drache, ne? Himmelswillen, ey. Sollten. Nee, wir gucken erstmal, was in dem Schrein ist. Wenn wir da nicht groß kämpfen müssen. Gönnen wir uns vielleicht noch einen kleinen Snack. Man sollte seine Tasten kennen, die man drücken will. So, ab an Land mit dir. Eieiei, hier ist eine Ruine. Na, jetzt kletter doch nicht den Baum hoch. Da hinten rennt ein Leuen rum. Ganz toll. Tschüss. Oh, hier bleibe ich jetzt. Hier baue ich mir jetzt mein neues eigenes Haus und Weide. Ja, das ist ja auch wieder bezaubernd schön hier. Vor allem, wenn das hier so im Wasser ist. Ist halt die Frage, ne? Hallo? Brennt das dann vernünftig? Fledermäuse bleiben hoffentlich da hinten. Ja, das sieht ja sehr gut aus hier. Ich glaube nämlich, die im Wasser, die werden nicht brennen. Weil sie halt im Wasser sind, ne? Man könnte versuchen, von hier darüber zu fliegen. Oh, soll ich nicht den Schrein kaputt machen? Das springt aber auch nicht über hier. Hast du wieder? Ja. Nee, die brennen nicht im Wasser. Okay. Wir könnten, wie gesagt, versuchen, von hier darüber zu fliegen. Oh, es könnte schmerzhaft werden. Ja, hat geklappt. Okay. Hat funktioniert. So, ich hoffe. Es wird was Leichtes. Denn dann kriegen wir unsere Herzen aufgefüllt, wenn wir den Schrein ja fertig haben. Stablauf. Okay, es klingt jetzt erstmal nicht so, als würden wir groß vielleicht Leben verlieren. Sondern eher, als müssten wir hier wieder etwas rumrätseln. Kannst du das schieben? Kannst du nicht schieben, okay. Müssen wir es so schieben. Jetzt müssen wir da hoch. Das ist aktuell noch selbsterklärend hier, ne? Ich glaube, es wird aber gleich schwieriger. Jetzt nur erstmal so, ja, so funktioniert das. Viel Spaß. Und der Gegner? Nee. Da ist eine Kiste. Das ist sehr schön. Aber wie kommen wir an die Kiste ran?
Also was man damit machen muss, kann ich mir denken. Da hinschieben, hochfahren, wieder runterlassen. Kann ich da draufklettern? Nein. Dann muss ich mir vielleicht doch hier diese Konstruktion hochholen. Ui. Da hinstellen. Das damit machen. Aber kann ich die oben drauf werfen? Nein. Zack. Aber nee, dann kommen wir ja auch nicht hoch. Ist ja auch Käse. Wobei doch, warte mal, wenn wir. Weil das macht keinen Unterschied. Dann sind wir ja genauso hoch. Das war ja jetzt echt mega schlau wieder hier. So. Okay, es darf mal so bleiben. Ja, ich habe nur immer noch keinen Plan, wie ich da jetzt dran komme. Ich weiß nicht, ob obendrauf mir das was bringt. Und hier komme ich so nicht drauf, ne? Da müsste ich das... Mach mal Smudge. Verbindet euch mal. Kann ich euch besser verschieben. So, jetzt will ich da hoch. Und dann will ich gucken, ob ich den Klotz hier da drauf fallen lassen kann. Und dann geht das Dach kaputt. Nö. Geil. Hat ja wunderbar funktioniert. Ich könnte aber... hier vielleicht so eine Art Brücke darüber bauen. Aber das ändert noch nichts daran, dass ich den... Warte, wenn du vielleicht schwerer bist. Ich weiß dann nur trotzdem halt immer noch nicht, wie ich da an diese Kiste rankomme, ne? Hält das? Ach, ich komme da ja nicht raus. Aber ich komme so da drauf. Ja, keine Ahnung, wie ich an die Kiste kommen soll. Und da ist schon Ende. Irgendwie muss man es ja hinkriegen, dass man da reinkommt. Und auch wieder raus, aber es gibt keine Tür. Ich habe keine Ahnung. Hat funktioniert. Tja. Gut, müssen wir die Kiste Kiste sein lassen erstmal. Da war jetzt nichts irgendwie für mich offensichtlich, was man hätte tun sollen. Also die Ideen, die ich hatte, habe ich umgesetzt. Die wollten aber nicht. Oh, wir haben schon 9 Kugeln wieder. Wir müssen dringend mal wieder zu so einem kleinen, zu so einer kleinen Göttinnenstatue und beten. So, wunderbar. Guck mal, jetzt ist auch hier der Weg frei. Das ist doch nett. Gut. Ja, nächste Ziel. Lass mal den Stempel löschen. Das können wir mal löschen. Das hat uns ja jetzt auch nicht groß weitergeholfen. Das hier ist... Nee, das ist noch nicht Wüste. Hier ist Wüste. Wir könnten mal dahin gehen und gucken, ob wir in dem Gebiet hier den... Turm finden.
dass wir da die Karte offen haben. Und vielleicht finden wir ja auch durch Zufall die eine Geoglyphe, die wir eigentlich hier gesucht haben. Mensch, ich möchte mehr von diesen Erinnerungen sehen. Die sind cool. Es gibt nochmal so Story. Ich will Story. Ich will nicht nur rumrennen und Sachen hier sammeln. Ich will Story. Und deswegen werden wir uns auch so bald wie möglich in Richtung Gerudo-Stadt aufmachen. Ich möchte nur vorher, glaube ich, die Karte einmal aufgedeckt haben. Heißt... Oh, das ist wieder so ein Zauberer. Heißt halt hier die letzten Türme sammeln. Ich würde gerne das Gebiet erkunden, was in Breath of the Wild das Startgebiet ist. Hab ich... Gitwasser? Ich müsste ja Wasser... Oh, man sollte nur auch treffen. Ja, hüpf jetzt halt anders. Oh ja, warte. Ja. Erwischt. Hab ich dich umgebracht? Nee. Aua, Headshot. Los! Warte mal, habe ich irgendwie eine bessere... Ich habe ja nur so eine Popelwaffe in der Hand. Brauchen wir wieder bessere Waffen? Nee, komm doch her. Headshot! Oh. Nicht runterfallen! Oh, wie soll ich denn dich jetzt erwischen? Ja! Hammer! Tschüss! Dem Loot jage ich jetzt nicht nach. Wo ist der denn? Da, wir laufen direkt drauf zu. Perfekt. Da hinten war der Drache des Todes. Käme man vielleicht mit Sidons Kraft gegen den Drachen an? So von wegen... Ich musste mal mehr dran denken, die zu nutzen, die drei hier. So im Kampf. Aber das wäre natürlich vielleicht eine Möglichkeit, den Feuerdrachen mit Wasser zu bespritzen. Ich glaube, es würde weniger Sinn machen, jetzt hier unseren Kugelfreund drauf zu hauen. Ich liebe immer noch dieses Fliegen hier. War die beste Entscheidung, Tulin als erstes zu holen. Definitiv. So, dann haben wir da noch ein Schreinchen. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt auch noch in der Folge hin, aber ich denke mal schon. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den Turm finden, ne? Gazas Schrein. Aha. Ich bin gespannt. Und das Gebiet ist groß. Der könnte sonst wo stehen. Guter Durchschnitt. Aha. Was müssen wir tun? Auf jeden Fall das Seil da kappen. Damit wir den Block kriegen. Okay. Kann man da drüber hüpfen? Ist auch schon mal okay. Haben wir hier... Ja, Pfeile dran. Nice. Nehmen wir mit. Okay, dann haben wir hier den Block. Wir haben ja da vorne noch einen zweiten. Den können wir uns ja gönnen. Hier geht's runter. Was liegt da? Oh, mein Pfeil. Sehr schön. Hier kann man runter. Ich wüsste aber nicht, warum. Hier kann man hoch auf den Block. Wir wollen da hoch. Dann komme ich da dran? Natürlich nicht. Bitte ich mal mit, bitte. Leben dich da so dran.
Wunderschön. Ach, hier konnte man ja nicht hochklettern, ne? Ich vergaß. Okay. Dann müssen wir dich so festkleben. Oh, ja. Hm. Dass wir hier so stufenweise hochkommen. Wunderbar. Jetzt wollen wir darüber. Das ist, denke ich mal, auch nicht so schwer. Sagt sie, fällt gleich in die Tiefe. Den klebe ich an die Seite. Wo ich da gleich nach sonst wohin segel. Nein, ich wollte das doch in die Hand. So. Okay, der ist relativ easy, der Schrein. Nein, nicht so runterfallen, bitte. Oh, danke. Große Sonau-Energiesphäre. Nice. Da ist noch eine Kiste. Okay. Wartet. Well. Oh, warte, so fällt das bestimmt runter. Aber hier haben wir ja noch einen wunderbaren Klotz. Den wir da als Gewicht draufsetzen können. Damit das Ganze nicht runterfällt, ne? So. Komm mal da runter. Nein! Oh Gott. Wir haben einen Pfeil, dankeschön. Was haben wir da drin? Hallo? Wir haben einen Schlüssel! Oh, den brauchen wir hier auch. Hatte ich gar nicht gesehen. Dass man da einen Schlüssel braucht. Sehr gut. Achso. Hallo? Kugel? Ich dachte, wir wären durch. Kugel. Kugel fällt da runter. Kugel darf da nicht runter. Kugel muss sein. Das heißt, ich muss die Kugel erstmal auffangen. Kriege ich hier meine Konstruktion durch? Nee, ne? Passt da nicht durch. Passen meine Bretterchens durch? Wartet. Auch nicht. Halleluja. Ah, guckt euch nicht ab, was ich hier für einen Kack mache. Bitte. So. Jetzt. Nee. Ich will... Dieses Drehen, toll! Macht mich wahnsinnig. So. Dankeschön. Naja, es ist noch nicht so perfekt. Ich würde es gerne noch mal einmal drehen. Danke. Und jetzt müssen wir gucken, dass die Kugel da halt nicht... nicht sofort runterbounced. So. Ja, gib sie mir. Nice. Okay. Ich rufe hier. Lalalala. Los, fall rein. Fall rein. Macht ihr dann noch so ein Tänzchen?
Sehr gut. Damit haben wir den zweiten Schrein hier noch gemacht heute. Und noch eine Kugel. War schon 10. Wir können uns fast schon 3 Sachen leisten. Leben regeneriert. Und raus geht's. Sehr gut. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge, dass wir den Turm finden. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann hier irgendwo... Ja, irgendwo so nach da oben müssen. Hinter uns. Auf diese Bergkuppen. Mal gucken, ob wir von da oben vielleicht dann was sehen, wo wir hin müssen. Und dann holen wir uns den Turm, dann gucken wir uns noch ein bisschen um und gehen weiter ins nächste Gebiet. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!